Rot-Weiß Essen erstmals wieder vor Zuschauern, wenn auch nur vor 300. Wenn das so geht hier mit 300 Leute, dann ist der Fußball vorbei. Maximilian Schachmann erstmals wieder beim Rennen und gleich auf dem Podium. Wir haben einen großen Schritt getan, dass wir jetzt überhaupt Rennen fahren. Und auch die Neuss Tigers erstmals wieder im Einsatz, trotz drohender zweiter Corona-Welle. Ja, wir haben das Risiko jetzt in Kauf genommen. Wir wissen das natürlich nicht, ob das der Beginn einer möglichen zweiten Welle ist, aber er kann es natürlich sein. 29. Juli. Obwohl die Fallzahlen steigen und nicht nur die Behörden eine zweite Infektionswelle fürchten, spielt RWE erstmals seit fast 5 Monaten wieder vor Zuschauern. Zum Stadtderby bei Schwarz-Weiß-Essen waren im Vorverkauf die verfügbaren 300 Tickets innerhalb von 15 Minuten ausverkauft. Nur unter Berücksichtigung der Vorsichtsmaßnahmen wird Einlass gewährt. Die Karten zum Preis von je 15 Euro konnten nur personalisiert erworben werden, um bei Infektionsketten eine Rückverfolgung zu ermöglichen. Das Hygienekonzept, das maximal 300 Zuschauer vorsieht, hatten die ehrenamtlichen Organisatoren von Schwarz-Weiß in Absprache mit der Stadt Essen aufwendig erstellen müssen. Also wir haben teilweise Tag und Nacht gesessen. Allgemein war schon mehrere Stunden, auch Tage verbracht. Ne? Der ganze Aufbau, das war schon echt viel, viel Zeit, die da vergangen ist. Nur für den Bereich der Haupttribüne durften Karten verkauft werden. Bis dorthin müssen die Zuschauer Mund-Nasen-Schutz tragen. Mit einem roten Punkt sind die Plätze markiert, die eingenommen werden dürfen. Zu den Typen der RWE-Fanszene gehört der Mann, der sich Glockenhorst nennt. Halleluja! Und der auf ein Ende der Corona-Pandemie hofft. Viele haben gesagt, es ist nur erfunden. Aber das kann ich ja, das geht nicht. Ne? Und wenn sich wirklich alle daran halten würden, ne, und nach den Regeln, also leben, ne, dann könnte eigentlich das noch dieses Jahr zu Ende sein. RWE, Favorit auf die Regionalligameisterschaft gegen den eine Klasse tiefer spielenden Stadtrivalen Schwarz-Weiß. Beide Mannschaften haben, für ein Testspiel äußerst ungewöhnlich, nur jeweils 4 Ersatzspieler, die eingewechselt werden dürfen. Aufgrund der Verordnungslage des Landes NRW dürfen insgesamt nur 30 Personen gleichzeitig Sport treiben. 22 auf dem Platz plus insgesamt 8 Ersatzspieler. Eine Karte fürs Testspiel hat auch Koka ergattert, der jahrelang eine beliebte RWE-Fankneipe geführt hatte. Koka gilt als Legende der Fanszene, ist Mitglied der Essener Löwen, einem Fanclub, dessen Hooligans früher mit die gefürchtetsten in Deutschland waren. Viele Ultra- und Fangruppierungen haben die Teilöffnung von Stadien nach dem Motto entweder alle oder keiner bereits abgelehnt. Aber wenn das so geht hier mit 300 Leuten, dann ist der Fußball vorbei. Was willst du denn da? Da kannst du Schach spielen. Nur Leben! Bis auf Glockenhorst kaum Fans die Stimmung machen, bei der Partie gegen Schwarz-Weiß in der RWE in der zweiten Hälfte in Führung geht. Das Essener Stadtderby wird traditionell jedes Jahr in der Saisonvorbereitung ausgespielt. Dieses Mal mit erheblichen finanziellen Ausfällen für den gastgebenden Oberligisten Schwarz-Weiß. Wenig Zuschauer, kaum Einnahmen. Wir hätten gerechnet jetzt mit 5.000, die auf jeden Fall kommen, normalerweise, wenn man Corona nicht gewesen wäre. Und dadurch sind halt enorme Verluste, oder haben wir jetzt einen enormen Verlust. Also ich tippe mal so auf 25.000 bis 30.000, die hätten wir normalerweise gehabt bei so viel Zuschauern. RWE gewinnt am Ende mit 2:0 bei spärlichem Besuch. Es sind natürlich nicht ganz so viele, wie wir es gewohnt sind, selbst bei Freundschaftsspielen. Aber ja, gut, dass überhaupt welche da sind. Das nächste Testspiel wollte RWE eigentlich daheim austragen, verlegte es aber nach Hessen, wo mittlerweile Vereinssport ohne Beschränkung der Personenzahl und somit auch mehr als 4 Einwechselspieler erlaubt sind. Teils widersprüchlichen Umgang mit Corona gibt's am 1. August auch in Italien. In Siena, in der Toskana, steht das erste große Radsportrennen seit Wiederaufnahme der Saison an. Maximilian Schachmann hatte seit Mitte März, seit seinem Sieg beim Klassiker Paris-Nizza, nur virtuelle Rennen bestreiten können.
Sein erster realer Wettkampf ist Strade Bianche, das im März Corona-bedingt abgesagte Frühjahrsrennen, das nun im Hochsommer nachgeholt wird. Der Start-Ziel-Bereich weiträumig abgesperrt. Direkten Kontakt mit den Fahrern sollen nur wenige akkreditierte Personen bekommen. Alle Fahrer hatten sich vor dem Rennen 2 Corona-Tests unterziehen müssen. Ein Fahrer wurde dabei wegen eines positiven ersten Tests vom Rennen ausgeschlossen. Aber sein Test danach war negativ, der zweite. Kann auch zu Fehlern kommen. Muss man jetzt wahrscheinlich in Kauf nehmen und immer mit rechnen, aber ist ja nichts, was in unserer Macht liegt. Zuschauer sind erst nach dem Start an der Strecke erlaubt. Bei über 40 Grad Hitze sind aber sowieso nicht viele gekommen. Die Streckenabschnitte mit weißem Schotter geben dem Rennen den Namen. Strade Bianche, weiße Straßen. Von den 166 Fahrern erreichen nur 42 das Ziel. Darunter Schachmann, der wegen einer Panne sein Rad wechseln musste und trotzdem Dritter wird. Durchaus ein Erfolg für den deutschen Meister, der mittlerweile seinen Vertrag beim Team Bora-Hansgrohe um 4 Jahre verlängert hat. Der Belgier Wout van Aert gewinnt das erste World Tour Rennen nach der Corona-Zwangspause. Ich denke, wir haben einen großen Schritt getan, dass wir jetzt überhaupt Rennen fahren und dass es im Fernsehen übertragen wird und die Leute es von zu Hause sicher genießen können. Nach der Siegerehrung sind für den Rückweg der Profis zum Fahrerlager scheinbar keine Corona-Vorsichtsmaßnahmen mehr vorgesehen. Zuschauer und Passanten bekommen nun direkten Kontakt. Maximilian Schachmann verschenkt seine bei der Siegerehrung erhaltenen Blumen. Sport vor Zuschauern gibt's auch in Lich, in Hessen. Am 2. August ist der Parkplatz vor der Basketballhalle voll. Für ein Turnier in der Disziplin 3x3 sind 23 Frauenmannschaften aus ganz Deutschland angereist. Mit dabei ist auch eine Abordnung der TG Neuss Tigers, die Corona-bedingt gut 5 Monate ohne Spielpraxis waren. Das größte 3x3-Turnier Deutschlands, der Pokal neben einer Box mit Masken. Die Erlaubnis für die Veranstaltung hatte der austragende Licher Verein kurzfristig vom örtlichen Gesundheitsamt erhalten. Mit Mund-Nasen-Schutz bis zu ihren Plätzen dürfen 100 Zuschauer in die Halle, die nicht sonderlich groß ist. Die Sorge vor der zweiten Welle auch hier allgegenwärtig. Wir haben natürlich überlegt, starten wir hier bei dem Turnier oder machen wir es nicht. Aber es ist halt schon nach dieser ganzen Durststrecke jetzt während des Sommers macht es einfach so viel Spaß, jetzt hier zu spielen. Und ja, wir haben das Risiko jetzt in Kauf genommen. Also wir probieren natürlich weitestgehend Abstand zu halten, außer jetzt bei den Spielen. 3 gegen 3 auf einen Korb. Die Disziplin 3x3 hätte es in diesem Sommer erstmals auch bei den aufs nächste Jahr verlegten Olympischen Spielen geben sollen. Die TG Neuss Tigers, die sonst das 5 gegen 5 aus der zweiten Bundesliga gewohnt sind, schaffen es bei diesem Turnier bis ins Viertelfinale. Ihre beste Leistung zeigen sie beim Sieg gegen die deutsche U18-Nationalmannschaft. Zum Team der Tigers gehört auch ihre ehemalige Mitspielerin Franziska Wortmann, die mittlerweile bei einem Heidelberger Erstligisten trainiert und die direkt erfahren hat, wie unterschiedlich die Bundesländer den Sport in der Corona-Krise regeln. In NRW waren viel, viel strengere Regeln als jetzt hier zum Beispiel in Hessen. Und in Baden-Württemberg ist es nochmal wieder anders. Also ja, es ist auf jeden Fall verwirrend und man weiß immer nicht, wenn man irgendwo hinkommt, was jetzt aktuell für Regeln tatsächlich gelten. No Sports? Nächste Folge unter anderem mit Olympiakandidatin Jessica Felsner und ihr erster Wettkampf seit Ausbruch des Virus. Hallo, schön, dass ihr bei der Sportschau seid und wenn ihr gerne Dokus oder Reportagen wie diese schaut, dann schaut auch mal in unsere Playlist und kommt gerne wieder, denn jeden Donnerstag laden wir eine neue Doku hoch, also lasst uns ein Abo da.